Ja, hallo Kamerafreundin, herzlich willkommen zum kleinen Wochenabschluss Action Cam Vlog. Ich muss gerade nebenher noch ein paar Bilder bearbeiten, habe ich gedacht, da kann ich ja noch ein bisschen quatschen. Wir hatten diese Woche auf Arbeit richtig Spaß in der Naturpause. Der Kollege hat sich eine neue Action Cam gekauft und ich habe mich jetzt im Lauf der Woche mal so ein bisschen durch diese Geschichte gearbeitet und es ist ja wirklich interessant, was da alles geht in diesem Bereich. Und mich wundert es wirklich nicht, wieso GoPro da gerade so ein bisschen ins Rudern kommt, ne? So mit Aktienkurs, der einbricht und Entlassungen, die anstehen und Zusammenstreichen vom Sortiment und an solche Geschichten. Wenn man mal sieht, wie fix da die Konkurrenz ist, ne? Da muss man echt sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, ist gut für den Kunden oder für manche Firmen nicht so schön. Ne? Und ja, er hat sich eine DB Power Action Cam gekauft. Und da gibt es ja wirklich, also dieser chinesische Action Cam Markt ist sowas von unübersichtlich geworden. Aber so wie es aussieht, ist einer der großen Hersteller hinter vielen dieser Cams SJ Cam, mit der Website sjcamhd.com, schreibe ich meine Videobeschreibung. Die bauen da recht gute Modelle. 4000er Serie, 5000er Serie, eine X1000, eine M10, jetzt kommt neu eine M20 dann raus. Und die bieten natürlich auch anderen Firmen die Möglichkeit, bei denen gelabelte Modelle zu bestellen. Nämlich wenn ihr mal bei Amazon nach SJ 5000 sucht, seht ihr da, glaube ich, ein halbes Dutzend verschiedener Firmen, die ein und dieselbe gelabelte Kamera verkaufen. Und eine Firma davon ist eben DB Power. Sitzt irgendwie, weißt du, die Webadresse ist aus England. UK-Adresse. Das gibt's nicht wieder mal. Es klingelt an der Tür, wenn ich mit der Aufnahme beginne. Ich mach gleich So, wo weiter. waren wir stehen geblieben? Genau. DB Power ist halt auch so eine Firma, die hier diese Kameras einfach labeln lässt und dann unter eigenem Markennamen weiterverkauft. Warum sollte man zu einer DB Power greifen und nicht zu einer originalen SJ 4000? Ganz einfach, die originale SJ 4000 kostet aktuell im Amazon Store 80 Euro und die DB Power gelabelte 60 Euro. Könnt ihr 20 Euro sparen, könnt ihr euch einen Ersatzakku kaufen noch zusätzlich dazu und noch eine Speicherkarte, obwohl im Set enthalten zwei Akkus schon dabei sind. Das Problem war halt, die Originalkameras haben eine andere Firmware drauf und da kriegt ihr vom Hersteller die Originalfirmware mit mehr Funktionen und sowas. Dann sind wir einfach beim Kollegen hingegangen und haben gesagt, weißt du was, das probieren wir jetzt einfach mal und flashen deine DB Power gelabelte Cam einfach mal mit dem Original SJ Cam Software und schauen, was passiert. Hat er gemeint, ja gut, mach. Also gesagt, getan, runtergeladen, abgegradet und hat funktioniert. Und somit wurde aus einer DB Power wieder eine originale SJ Cam und mit ganzen neuen Funktionen dabei. Was ganz wichtig war, was interessant war, weil ich finde die Videos immer ein bisschen leise von diesen Cams. Du hast plötzlich eine Lautstärkeregelung gehabt und konntest das Mikro noch mal ein bisschen lauter stellen. Du hast noch mehr Farbmodis gehabt. Ne? Es gab vorher nur Schwarz-Weiß, Sepia und Normal. Und jetzt gibt es noch Cool dazu, also für kaltweißes Licht und also wirklich richtig großer Funktionsumfang geworden. Und ich habe mir die Videoqualität angeguckt. Wenn das Ding ruhig steht auf dem Stativ oder einigermaßen beim Laufen irgendwie gut aufhängen könnt, dass ihr es nicht gerade in der Hand beim Laufen habt, sondern mit der Schnalle so ein wenig an den Rucksack hinmachen, dann liefern diese Teile eine Bombenqualität. Und dann kriegt ihr hier eine echte SJ 4000 ohne WLAN, ne? Für schlappe 60 Euro, schön in Schwarz mit einem Funktionszubehör. Das glaubst du nicht, ne? Allein schon hier, dass ich meine GoPro auf kein Stativ schrauben kann, weil kein einziges Zubehörteil dabei ist, wo ich einen Gewindeanschluss habe. Das hat mir schon aufgeregt. Habe ich ja erstmal das Teil hier dazu kaufen müssen. Gut, das war nicht teuer, hat nur 3 Euro gekostet. Ja, aber ich musste es extra bestellen und ich habe, weiß gar nicht, 2 Wochen gewartet. Ist doch scheiße, oder? Ich meine, es ging jetzt immerhin, ne? Der kleine GoPro-Würfel kostet jetzt nur noch 220. Die Leute, die es im Herbst noch gekauft haben, vor 430, die werden sich ganz schön ärgern, ne?
dass dann so essentielles Zubehör nicht dabei ist. Und da hast du diesen schönen Rahmen, klippst du rein, hast du gleich Gewindeanschlüsse dabei, da ist wirklich das komplette Sortiment dabei. Diese coole Klammer machst du, zack, kannst du dir irgendwo an den Rucksack hinpinnen. Coole Geschichte. Fahrradhalterung mit dabei, aller Toten und Teufel mit dabei. Ne? Und die Bildqualität, Full HD, 30 Bilder pro Sekunde, richtig gut. Ohne Scheiß, die war richtig gut. Ich müsste mal mit den Aufnahmen meine GoPro daneben halten. Ich weiß nicht, ob die GoPro da hinkam. An dieses billig 60-Euro Teil. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Okay, der kleine GoPro-Würfel ist nicht schlecht. Er ist serienmäßig sofort gleich wasserdicht. Ne? Der Würfel ist schon mal gut. Beim anderen musst du sie in das extra Gehäuse machen, wie die großen GoPros auch. Und ist dann halt der Ton nicht mehr so gut. Ne? Aber der Hammer. Uncool. Entweder beabsichtigt oder nicht beabsichtigt. Oder die SJ-Programmierer sagen, scheiß drauf, wir packen die neue Firmware alles rein, was geht. Du kannst jetzt selbst in den billigen 50-Euro-Teil, wie bei der Profi-Version von denen, den Blickwinkel auch verstellen. In Low, Middle, High. Krass. Das Flaggschiff müsst ihr euch mal angucken. Das ist cool. Die SJ5000X in der Special Edition mit dem bildstabilisierten, gelagerten Sony-Sensor da drin. Wow. Die hört bei 150 Euro auf. Da fängt die Konkurrenz aus Amerika noch nicht mal an. Krass. Echt krass. Und da wundert es mich jetzt wirklich nicht mehr, warum da GoPro gerade echt Probleme hat am Markt. Die wollen ja dieses Jahr die 5er rausbringen. GoPro Hero 5. Die wird dann 600 Euro kosten. Und eine Drohne wollen sie rausbringen. Bei der Drohne haben sie natürlich auch natürlich harte Konkurrenz, weil der Drohnenmarkt ist ja auch schon gigantisch groß und da ist natürlich hier die Phantom, sind da natürlich die Platzhirsche, ne? Puh, die Jungs haben es echt schwer, wenn die nicht irgendwann mal so im Billigsektor ein Modell anbieten, wo richtig gut ist, also wirklich viel Videoqualität, ne? Also ich sag mal schon so Full HD 50 Bilder Sekunde in der einfachen Kamera, da lasst halt irgendwie den Schnickschnack oder sonst was weg. Aber man muss halt echt, ich sag mal, da muss vorne irgendwo die 99,99 Euro stehen, weil sonst kannst du bei der Konkurrenz nicht überleben. Und ganz ehrlich, nachdem ich jetzt diese kleine Popelcam ausprobieren konnte, für 60 Euro, würde ich mir nicht nochmal eine GoPro kaufen, ohne Scheiße. Obwohl ich diesen kleinen Würfel echt mag, weil er halt wirklich super kompakt, robust ist, Einknopfbedienung. Aber 220 zu 60 Euro? Und die Videoqualität, ey, das Ding war echt gut. Oder da hole ich mir für 150 Euro die Profi-Version mit einem bildstabilisiert gelagerten Sony-Sensor. Das kriege ich nicht mal bei GoPro, ne? Da gibt es nichts mit Bildstabilisator. Hammer. Echt krass. So, Bilder sind bearbeitet. Wenn wir noch einen schönen Blog-Eintrag schreiben. Also, wirklich krasse Geschichte, was es da gerade am Markt gibt, ne? Also, da müsst ihr halt ein bisschen gucken, so beim Kaufen. Es sollen auch viele Fakes unterwegs sein, wenn ich überlege, diese Kameras kosten hier in Deutschland. Die weiße gab es ja dafür 56,99 Euro und trotzdem gibt es da gefakte Modelle, nicht nur umgelabelte vom Originalhersteller, sondern anscheinend werden in China die Dinger auch nachgebaut und kopiert. Das heißt, das Ding kostet ja in der Produktion schon keine 10 Dollar und dann lohnt es sich für die da sogar hier noch die Dinger zu kopieren, zu klonen und Fakes davon zu verkaufen und als gefakte SJ 4000er, 5000er rauszubringen. Das ist echt unglaublich. Also müsst ihr ein bisschen gucken, wo er die kauft. Am besten eine, wo wirklich für ein SJ draufsteht oder ihr wirklich bei einem deutschen Händler, wo ihr das Ding auch zurückgeben könnt, wenn sich herausstellen sollte, dass es euch ein Klon untergejubelt wurde. Ne? Könnt ihr ganz leicht merken, in dem Moment, wo ihr eine Firmware aufspielt vom Originalhersteller SJ und die Kamera anschließend nicht mehr funktioniert, habt ihr entweder das falsche Firmware genommen, aber ich glaube, das überprüft es. Aber wenn sie danach nicht mehr tut, dann war es wahrscheinlich ein Fake. Also Firmware-Upgrade auf eigene Verantwortung, ne? Kommt nachher nicht zu mir und heult, der Hilbi hat mir gesagt, super updaten. Ey, das macht er mal schön auf eure Verantwortung, ne? Wie beim BIOS-Update auf dem Mainboard, ne? Ging früher auch das ein oder andere immer schief, ne? Ach, das ist echt krass, ne? Mann, wenn ich jetzt die GoPro nicht hätte, da würde ich mir jetzt glatt so eine schöne, kleine, schwarze schießen für ein bisschen zum Spielen für 60 Euro. Ist okay. Firmware-Update drauf, echt. Fette Funktion für 60 Flocken. Ist der Hammer. Obwohl, nee, so wie ich mich kenne, würde ich die 5000X in der Special Edition holen mit dem Sony-Sensor, weil die Dinger. Das brauche ich unbedingt zum Testen, das Modell, ey. Auf die Quali bin ich echt gespannt.
So, jetzt aber genug gequatscht. Das Video ist wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Noch hier ein schönes Posting absetzen. Tja, und dann wünsche ich euch noch wieder einen schönen Sonntagabend, ne? Und wir sehen uns dann wieder in der neuen Woche. Ja, diese Woche war es so richtig schwer Action-Cam-lastig. Aber wenn du schon mal die Gelegenheit hast, dass ein Kollege so ein Teil hat und es so ausprobieren kannst, dann musst du die Gelegenheit beim Schopf packen. Ist ja immer gut, wenn du nicht alles selber kaufen musst zum Ausprobieren, ne? Also Leute, ich sage danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Immer schön Action-Cam einpacken, ne? Und wir sehen uns hier bald wieder beim Hill-Video auf dem Kanal zum neuen Video. Ne? Spätestens Dienstag, Donnerstag und am Wochenende kommt immer was zwischendurch so, wenn es sich halt was ergibt. Ne? Also, bye, ciao, macht's gut. Und immer allzeit gut Licht, ne?